eine wissenschaftliche Arbeit, eine Doktorarbeit, die ein, wie ich finde, ganz passendes Bild zeichnet, in dem gesagt wird, die parlamentarischen Geschäftsführer sind so ein bisschen die Leiter des Maschinenraums der Macht. Ich finde, das trifft es ganz gut. Ich selber sage immer, man ist so ein bisschen der Dirigent eines Orchesters oder der Trainer einer Fußballmannschaft. Nicht also derjenige, der jetzt immer die erste Geige spielen muss oder selbst die Tore schießt, aber doch derjenige, der dafür zuständig ist, dass die Richtigen zum richtigen Zeitpunkt die richtige Rolle übernehmen. Man ist also so ein bisschen der Manager seiner Landtagsfraktion. In der Opposition ist die Rolle, die Schnittstelle zu sein zu allen anderen Fraktionen und zum Landtag, zum Parlament selbst. Und in unserer Rolle als Freie Wähler Regierungsfraktion kommt noch die Aufgabe dazu, sozusagen die Schnittstelle zum Koalitionspartner, zu unseren Kollegen und Partnern von der CSU zu sein und die Schnittstelle zu den Ministerien, mit denen wir unsere Politik abzustimmen haben. Das heißt also, man ist so ein bisschen derjenige, der dafür zuständig ist, dass unsere Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU im parlamentarischen Bereich funktioniert. Wir haben ja schon einen großen Vorteil, der darin besteht, dass wir dem Grunde nach den gleichen Blick auf die Welt miteinander teilen. Wir unterscheiden uns in der ein oder anderen Detailfrage mit Blick auf Infrastrukturprojekte etwa, wenn es um die Flutpolder geht, wenn es möglicherweise um die Windkraft geht, um Standortentscheidungen geht, dritte Startbahn, nächster S-Bahn-Tunnel von München. Da sind wir gelegentlich etwas dezentraler aufgestellt, die CSU etwas zentralistischer, aber dem Grunde nach teilen wir den gemeinsamen Blick auf die Welt und das macht uns auch schlagkräftig und handlungsfähig und wir sind ja eine bürgerliche Koalition, unsere Bayern-Koalition aus Freien Wählern und CSU, die sich eben nicht ideologisch zersetzt, sondern pragmatisch mit gesundem Menschenverstand und mit dem Blick in die gleiche Richtung vernünftige Politik macht. Die Idee dahinter war, dass diese Krise ja auch in Bayern und obwohl Bayern besser durch diese Pandemie bislang gekommen ist als alle anderen Länder in Deutschland, eine Situation hat, in der die Pandemie sich ausgewirkt hat wie ein Brennglas. Also so ein bisschen im Zeitraffer verdichtet vor Augen geführt hat, was es in den letzten Jahrzehnten in Politik, in Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft für Fehlentwicklungen gegeben hat. Und wie das immer ist, Krise bedeutet ja Wendepunkt, eröffnet eine solche Krise dann auch die Chance, an der einen oder anderen Stelle nachzusteuern. Und da gab es eine ganze Reihe von Politikfeldern, auf denen es da Entwicklungen gab, beispielsweise Zivil- und Katastrophenschutz. Wir haben in der Wirtschaftspolitik gesehen, was passiert, wenn Lieferketten abbrechen, wenn internationale, globale Zusammenhänge zu stark ausgeprägt sind, sodass man dann aus Bayern heraus eigentlich nicht mehr an den Schrauben drehen kann, an denen man eigentlich drehen müsste. Und wir haben vor allen Dingen im Gesundheitssystem gesehen, dass es ja nicht damit getan sein kann, wenn man mal endlich erkannt hat, wer das vorher noch nicht gewusst hätte, wie wichtig die Pflegekräfte sind, dass es jetzt einmal einen Pflegebonus gibt. Nein, ich glaube, jetzt braucht es halt richtige Reformen auch über diese Krise hinaus. Und solche Diagnosen hat diese Arbeitsgruppe unter meiner Leitung erarbeitet. Wir haben dann ein etwa 70-seitiges Papier der Öffentlichkeit vorgestellt und sind jetzt gerade dabei, das mit unserem Koalitionspartner abzustimmen und in parlamentarische Initiativen zu gießen, sodass Bayern hoffentlich dann aus dieser Krisenerfahrung heraus die Chance aus der Krise nutzen, nach Corona noch ein bisschen besser ist, als es vorher ohnehin schon war. Ich glaube, gerade dieses besondere Heimatverständnis ist es, was Bayern ausmacht und was Bayern auch pflegen sollte. Früher war es dieses Credo von Laptop und Lederhose. Das müsste man vielleicht ein bisschen überarbeiten, ein wenig modernisieren. Aber dem Grunde nach ist es schon nach wie vor so, dass das Bayern ausmacht, dass wir nicht hinterwäldlerisch sind, aber doch heimatverbunden, dass wir modern sind, aber nicht entwurzelt. Diese Kombination aus Traditionsbewusstsein, Verwurzelung auf der einen Seite und Modernität, Weltoffenheit auf der anderen Seite, das macht für mich Bayern aus und das sollten wir pflegen. Das sollte auch in 20 Jahren noch die Headline für unsere Heimat Bayern sein. Bayern ist Heimat. Ich denke, man sollte gut reden können ohnehin, aber auch gut zuhören können. Natürlich meine Heimatregion, der Landkreis Augsburg, die Metropolregion Augsburg im Bayerisch-Schwaben. Weiterhin an einer verantwortungsvollen Stelle mithelfen zu dürfen, dass die Menschen in Bayern ein gutes Leben haben.